Höhe ist hier auch wichtig zu gucken und der Vertical Speed. Fluglagenanzeige achte ich gar nicht so stark drauf, muss ich sagen. Ich mache es eher nach Gefühl. Das Flugzeug wird auch irgendwie zur Seite gedrückt, viel zu langsam. Jetzt kommen wir noch in den Stall. Aber jetzt achte ich da auch nicht mehr so wirklich drauf. So, jetzt müssen wir bei einer guten Geschwindigkeit die Landebahn im Blick haben. Viel zu hoch kommen wir rein. Möglich sollte man bei der 06 aufsetzen. Reverse, Manual Brakes. Die Steigung bremst uns mit ab und wir kamen zum Stehen. Ah genau, und das ist, was ich nämlich nicht will. Ist jetzt zurückrollen und ich habe gerade vollen Schub gegeben. Das sollten wir auch nicht machen. Ja, wobei, beim Drehen hat es geholfen und let's go. So, jetzt haben wir auch Forward. Fuel ist jetzt langsam low. Aber wir haben ja, sehen wir an der Fuel Quantity, an den Anzeigen ganz unten hier in der Mitte, links und rechts, sehen wir ja, dass wir da noch was haben. Also hier und hier. Guck mal, ich mache jetzt nichts und irgendwie den Eindruck, dreht er so leicht. Kontinuierlich nach rechts. Hier sieht man auch von hier. Ich mache nichts. Gut, das könnt ihr jetzt natürlich nicht ganz genau kontrollieren. Aber ich mache nichts. Wenn ihr mal hier guckt, so seht ihr es genau. Ich mache ja nichts, was das Flugzeug macht. Wieso fliegt es nach rechts? Problem ist, ich weiß auch nicht, wie ich das trimme. Jawdämpfer mal an. Das wäre es jetzt noch, wenn ich es mal trimmen könnte. Aber wisst ihr was, ich gucke mal kurz in der Treibstoff- und Nutzlast, ob ich da vielleicht irgendwas machen kann, wegen der Lage vom Gewichtpunkt. Aber ich glaube, der sollte auch ganz gut liegen. Ich guck mal gerade, wartet mal. So, haben wir es. Treibstoff- und Nutzlast. Also ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt noch hört. Ich mache es einfach mal weiter. Nee, ist jetzt eigentlich ziemlich gut. Ja, keine Ahnung, woran es liegt, dass wir so nach drüben gedreht werden. Ich, wahrscheinlich, wenn dann an den Wetterverhältnissen. Wobei ich jetzt hier auch nicht irgendwie reales Wetter ausgewählt habe, sondern schönes Wetter. So, und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was los ist. Wieso steht da jetzt 19.000? Wir sind doch gar nicht auf 19.000 Fuß. Wisst ihr was, wir machen gleich nochmal Cold and Dark und dann Ready to Fly und dann nach der nächsten Landung. Weil das steht dann 19.200, das stimmt doch gar nicht. Was auch mal jetzt schief geht. So, jetzt schon nochmal auf die Landung konzentrieren. Ich bin jetzt mal ruhig und konzentriere mich jetzt mal auf die Landung. Der driftet so weg, ey. Keine Ahnung, Leute, woran das liegt. Das ist ein bisschen blöd. Wobei, dafür sind die Landungen aber eigentlich ganz gut heute. Ein paar waren zumindest ganz gut. Andere waren ganz schön hart. Und die wird hart. Wobei, die ging sogar. Los, Reverse. Halt, halt, halt. Oh, oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt setzen wir es mal hier kurz. Ach, du Scheiße. Kurz mal die Parkbremse rein und machen mal kurz hier Set Cold and Dark. So, mal kurz alles aus. Und nochmal Set Ready to Fly. Wir fahren so hoch die Triebwerke. Wo ist denn hier? Da. Mal, das ist doch mittig, aber wieso ist es für den Takeoff auf nach rechts? Beim Takeoff ist es auf, was ist die Rudertrimmung? Auf das eingestellt? Hä, wieso denn? Na, da, gut, dass wir die Trimmung gefunden haben. Mal gucken, jetzt sollte es eigentlich gehen. Parkbremse lösen. Die sind eigentlich, die sind also nach unten gedingst, so, wenn man die Bremse, wie wenn man die Bremsen drückt. Wieso jetzt da 19.000 steht.
Weiß ich auch nicht. Hier können wir nur den die Altimeters einstellen. So, dann gucken wir doch mal, wie es jetzt ist. Wieso ist es beim Takeoff leicht nach rechts eingestellt? Das ist ja direkt bei für TO, Takeoff. Weil dann gibt es wahrscheinlich auch hier in der Check. Warte mal, bleiben wir jetzt mal hier so. Oder fliegt die sonst nach links weg? Gucken wir mal, wie es jetzt ist. Und Rotate. Guck, jetzt bleibt es ziemlich gerade. Wobei, es geht zur Seite leicht, aber... Leute, ich verstehe es nicht, wieso es beim Takeoff anders eingestellt sein muss bei dem Flugzeug. Aber gut, ich muss ja nicht alles verstehen, wieso das da so... Wieso man das Instrument so da einstellt. Wobei, jetzt driften wir nach... links ab. Wir landen jetzt einmal. Mal gucken, wie es jetzt so ist. Einzige Seite, die ich nochmal kurz gucken wollte, ist bei Shift P2. Approach. Ja. Gut, ich hol noch gucken, ob da vielleicht irgendwas mit Trims. Ah, guck, jetzt ist wieder das alles richtig eingestellt mit. Ne, wobei, wenn wir jetzt. Ja, jetzt ist wieder richtig mit den. Die Höhenanzeige ist wieder richtig. Keine Ahnung, was da gerade eben los war. Dann gucken wir mal, jetzt landen wir mal so mit der anderen Trimmungseinstellung. Jetzt fliegt die eher viel eher geradeaus. Wieso wird das beim Takeoff anders eingestellt? Falls ihr es wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde mich jetzt mal echt interessieren. Ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen. Wieso beim Takeoff die Trimmung so nach rechts eingestellt wird bei dem Flugzeug. Aber vielleicht gibt es da auch irgendeinen besonderen Grund, den ich jetzt nicht weiß. Falls ihr es wisst, schreibt es bitte mal in die Kommentare, würde mich jetzt echt mal brennend interessieren, wieso das so ist. So, mal gucken, jetzt lässt sich auch viel genauer drauf zusteuern. Ne? Genau, ein bisschen nach rechts nochmal. So, genau, 06 und da wollen wir runterkommen. Hart, aber wir sind am Boden. Reverse. Manual Brakes. Und Reverse zurück. Weiterhin Manual Brakes. Manual Brakes, Manual Brakes, Manual Brakes, Manual Brakes. Komm, 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 halt dich an. Ja, wunderbar, ohne Anhalten geschafft. So wollte ich es immer mal hinkriegen. Yes. Und gedreht und dann würde ich sagen, geben wir mal Schub und beschleunigen. Machen wir nicht full forward. Einfach ein bisschen auch, um ein bisschen effizienter zu fliegen. Wir brauchen ja eh nicht so schnell zu beschleunigen. Ich ziehe jetzt mal gar nicht nach oben. Ach, guck mal hier, das Flugzeug geht eh schon von alleine nach oben. So, ein bisschen runterdrücken, dass er nicht steigt. Und dann einmal Flaps ein bisschen einfahren, zwei Stufen, also auf 20 Grad. Und einmal und machen wir aus der Richtung. Nachher machen wir nochmal so ein reales Nachstellung von diesem realen Szenario, wenn die halt von da hinten ankommen sozusagen. So, nach links, bisschen spät vielleicht. So, und jetzt konzentriere ich mich wieder mal auf die Landung. Also bin ich mal kurz ruhig. Vertical Speed noch runter, so. Aber jetzt konzentriere ich mich genau auf die Landung. Schön auf die Landebahn fixieren. Doch. Bis spät. Nee, nee, wobei es geht vielleicht, naja. Boah, setz auf! Sanft, aber deutlich zu spät. Deutlichst zu spät. Na, guck mal, wenn wir so viel Schub machen, geht er schon an den orangenen Bereich mit der Temperatur, wobei jetzt geht's zurück. Und einmal die Bahn verlassen.
Das würde mich auch mal interessieren, wie das von hier machen wir. Wir legen jetzt mal bei der nächsten schönen Landung, gucken uns die Sofortwiederholung an. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viele Landungen machen, aber das heißt dann jetzt gleich. So, dann drehen wir mal kurz und machen wir jetzt nochmal genau drauf Zuflug. Aus da, scheiße Strömungsabriss. Sowas sollte man hier vor der Landung gar nicht haben, das ist ja scheiße. Wobei die Stall ist generell immer scheiße. Besonders beim Starten der Landung. Jetzt konzentriere ich mich mal, um eine schöne Landung hinzulegen, dass wir uns das mal in der Sofortwiederholung anschauen können. Komm schon. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht man gut aus. So will man's haben. Das ist ja mal geil gewesen. Guckt euch die Landung an. Die war doch mal richtig geil. Schön mittig aufgesetzt. Richtiger Punkt beim Aufsetzen gehabt. Sehr gut. Das habe ich nur das Anhalten verpeilt. Aber das ist jetzt egal. Jetzt gucken wir uns mal. Doch gar keinen Schub gegeben. Das Fenster mal gerade zu. Und sofort Wiederholung 60 Sekunden. Einmal vom Airport, wie ich das jetzt mal sehen. Guckt mal, da ist das jetzt auch das Flugzeug auch so seitlich ausgerichtet. Als ob wir irgendwelchen Crosswind hätten. So sieht das aus. Und so sieht es hier für den Tower aus, wenn da Flugzeuge ankommen. Und wir haben die Landing Lights gar nicht an. Ja, aber irgendwie hat es auch wirklich mal. Das war jetzt nach links. Das heißt, wir müssten doch wirklich mal mit der Trimmung ein bisschen nach rechts gehen. Jetzt gucken wir uns das Ganze auch nochmal. Eine Landung machen wir dann noch und dann ist ja das Ganze wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende. Links oder rechts schauen wir raus, schauen wir mal links raus. Sieht man noch ein bisschen von dem Dorf da. Also entweder man sieht so oder so als Passagier. Wow, oh, 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 denkt man sich da, ach du Scheiße. Und jetzt. Gar nicht abgebremst. Das müssen wir uns jetzt nicht angucken. So, geben wir mal ein bisschen Schub. Das habe ich jetzt gemacht. Nochmal. Ah, ne, das Sichtfenster lassen wir jetzt mal weg. Let's go, take off. Beschleunigen wir. Jetzt habe ich natürlich vollen Schub gegeben, dann geht die Temperatur natürlich hoch, aber das Gute ist, dass sie jetzt immer wieder gut abnimmt. Das heißt, wir haben jetzt kein Problem mit irgendwelchen brennenden Triebwerken. Also sollte da nichts passieren. So, ja, Fuel geht jetzt wirklich ziemlich auf Low. Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Jetzt soll es horizontal sein, weil jetzt bzw. jetzt steigen wir nicht mehr, jetzt sinken wir auch. So, und jetzt nochmal die letzte Landung mit dem Szenario nachgestellt. Auf 9600 Fuß geht's los in Richtung Flughafen. Flaps 20. We are approaching now Lukla Airport. Please sit back, relax and enjoy the landing. So, dann kommen wir näher. So from here you will be able to climb onto the Mount Everest. Ja, von hier gehen ja die Wanderer los dann zum Mount Everest. Na, wir sind schon ein bisschen zu niedriger als die Landebahn. Schön gut bei Vertical Speed. Na, wartet, so ist glaube ich ganz gut. Geschwindigkeit passt auch. Flaps 30.
So, jetzt erblicken auch langsam die ersten Fluggäste den Flughafen. Haben sich erst eben noch gewundert, wo wollen wir denn hier landen? Flaps 40. Dann kommen wir näher. Geradeaus, jetzt langsam reinlenken. Nah schon. Jetzt ist natürlich aus dem Right Seat natürlich deutlich einfacher. Bisschen hoch. Geschwindigkeit passt. Bisschen sehr hoch. Oh, oh, oh. Und sehr verehrte Fluggäste, wir nähern uns der Landung. Hier auf dem Tenzing Hillary Airport, dem gefährlichsten Flughafen der Welt, sind sie nun erfolgreich gelandet. Das war nun die letzte Landung hier. Da guck mal da, an dem Rauch können wir auch erkennen. Doch, wir haben hier Seitenwind. Wir haben hier echt Seitenwind. Deswegen ist das Flugzeug auch so mit dem Heck nach rechts gewesen. Aber wieso der beim Takeoff die Rudertrimmung nach auf 10 nach rechts macht, das weiß ich nicht. Ja, das haben wir natürlich. Wieso? Ach scheiße, ich habe wieder den. Kein Wunder, dass er beschleunigt, aber außerdem. Wie komme ich denn dazu, dass ich wieder den. Die Power Levers auf Full Forward habe? Naja. So, das war die letzte Landung für heute hier. Erstmal für das Landetraining. Gucken wir mal, ob wir dann mal hier sein werden in Lukla. Heute rollen. Jetzt rollen wir mal auf die Parkposition. Von dem Left Engine View ist natürlich. So können wir uns die Landung auch nochmal anschauen. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ist noch sehr schöne. Ansichten hier bei dem Addon dabei. Machen wir erstmal den Shutdown und dann gucken wir uns mal die Landung kurz an. So beschleunigst du denn? Mensch. Die sind nicht full forward. Jetzt machen wir mal die Shutdown-Checklist. Erstmal after landing. Reset for takeoff. Die sind jetzt wieder für den Takeoff. Auf 20 ist sogar eingestellt, okay. So, und Control Logs attached. Das Flugzeug ist abgestellt, Türen öffnen. Und auch hier nochmal die Tür auf der Seite können wir auch nochmal öffnen. Ja, und das war's von dem Flug hier. Jetzt gucken wir uns die Sofortwiederholung nochmal an. Machen wir mal 200 Sekunden. Das ist ein bisschen viel. Machen wir mal 150. Das passt ganz gut. Hier mal, was gibt's denn noch? Hier aus dem View. Oh, na, halt, das mache ich. Sehr schaukelig. Wobei es ging, aber eigentlich war eigentlich relativ okay. Okay, war so einigermaßen. Hier mal aus der Perspektive. Touchdown. Und jetzt noch zuletzt noch eine Perspektive. Die hier, die ist auch ganz lustig. Die ist so cool. So, und dann müssen wir es schön mittig aufsetzen. Wumm, so wäre ich gerade ganz schön hart runtergekommen. Ja, und das war es schon wieder von dem Landetraining hier auf dem gefährlichsten Flughafen der Welt, dem Flughafen Lukla. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht hier. Waren ein paar schöne Landungen dabei, ist halt alles eine reine Übungssache, wenn man ein bisschen öfters hier noch fliegen würde. Wird es natürlich noch deutlich besser klappen und ja, schauen wir mal, wenn wir das nächste Mal wieder hier in den hohen Bergen unterwegs sein werden, beziehungsweise wann wir das nächste Mal ein Landetraining machen werden, muss ja nicht unbedingt hier sein. Und dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, euer LionGamer1, ciao.